Ja, willkommen zurück. Wir sind immer noch hier und die Gegner sind fürchte ich auch immer noch hier. Nur wo genau ist die Frage? Da vorne sehe ich schon mal eine. Ich hoffe, die hat mich nicht erkannt. Auf jeden Fall kann sie mich jetzt nicht mehr so gut erkennen. So, ein bisschen Suppe sammeln. Alles klar. Dann schauen wir mal weiter. Da vorne ist auf jeden Fall noch einer. Da vorne, da ist noch einer. Ab ins Gebüsch. Gebüsch ist immer gut. Okay, den hätten wir auch. Ich hatte schon Angst, er würde uns entdecken. Puh, Glück gehabt. Okay. Auch hier lecker Suppe. So. Grünes Gel. Kann man sicher auch zum Zähneputzen verwenden. So, dann fehlt eigentlich nur noch die da vorne. Da können wir uns vielleicht hinter dieser gelben Mülltonne verstecken. Und können die dann vielleicht von dort aus kriegen. Das wäre jetzt mal der Plan, den ich versuchen würde. So. Das kriegen wir noch hin. Hier können wir tatsächlich den Müll durchsuchen. Will ich jetzt aber aktuell nicht. Oh oh. Ich glaube, wir können es doch nicht so gut verstecken, wie ich dachte. Na, der ist wenigstens tot. Okay. Dann verstecke ich mich hier. Hier bin ich mir sicher, dass es passt vom Verstecken her, dass er uns nicht entdeckt. Ich glaube, auch die ist immer noch nicht die einzige gewesen. Naja, hier wimmelt es schon wieder richtig. Schön, dass sie immer wieder aufstehen, die Leichen. So wie sie am liebsten. Hallo, wo bleibt denn die? Kommt die noch? Ich sehe sie echt nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, es kommt einer von hinten. Okay, sie kommt. Ach, bleibt sie hinter der Mauer, kann das sein? Okay, sie geht schon wieder. Es ist an der Zeit, auch sie, auch ihr gute Nacht zu sagen. Ja. Gut, die wäre auch weg. Ja, da ist zwar nicht die Suppe, aber egal. Dann, was haben wir noch? Genau, da vorne die Box können wir mal zerschlagen und gucken, was drin ist. Aber auch sie war immer noch nicht die letzte. Oh, nichts. Wow, es hat sich richtig gelohnt. Ich frage mich, ob vorher schon fest ist, was in den Kisten drin ist, oder ob das einfach zufällig ist. Keine Ahnung. Auf dem Gelände ist, glaube ich, auch noch mal einiges los. Da weiß ich nur gerade nicht, wie wir da hinkommen. Wir konnten die Tonne noch durchsuchen, glaube ich. Ne? Zurück zur Tonne. Da will ich schon noch wissen, was man da machen konnte. Ja. Ah, die könnte man, glaube ich, bewegen. Ah, okay. Habe ich mir jetzt schon fast gedacht, dass man die nur bewegen kann. Aber damit kommen wir hier hoch. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Naja, wir kämen in das Gelände rein. Wie praktisch das jetzt ist, sei mal dahingestellt, ob wir da überhaupt rein wollen. Na, ich glaube, ich erinnere mich, hier waren wir mal unten. Hallo? Oh. Ja. Genau, das waren die beiden Kollegen, die da unten sind. Und da kommt man halt auch gar nicht hin. Und die kann man überhaupt nicht leise ausschalten, glaube ich. Aber vielleicht benutzen wir doch mal eine Flasche. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
Wir hier die mit einer Flasche dahin locken. Hoch, was war das? Was ist da los? Dann noch ein bisschen weiter weg. Dahin. Hier, was ist da? Was war da? Noch einmal eine werfen. Runterklettern. So. Oh oh, sie hat's entdeckt. Und sie hat eine Axt. Das macht mir tatsächlich sehr viel Angst, diese Axt. Die Axt ist nämlich sehr unschön. Ansonsten hat mir das Gebiet mal aufgeräumt, aber die beiden waren noch da. Und wir waren leider nicht leise genug beim Auslöschen. Aber, ah, okay. Sie ist nicht mehr hinter uns her. Ein Glück. Ein Glück. Okay, einen hätten wir. Und die andere kommt auch noch bald. Hier können wir hochklettern, bringt uns aber recht wenig. Die Tore können wir nicht bewegen. Können wir in den Laster rein? Ja, aber da waren wir, glaube ich, schon mal drin. Waren wir da schon drin? Ich gucke gerade nochmal. Da waren wir schon drin. Ich glaube, da hatten wir irgendwas bekommen, aber da waren wir auf jeden Fall schon. Okay, aber die Flaschen waren gut. Die Flaschen waren echt gut. Wir haben jetzt natürlich viele von denen verbraucht, aber... Und hier, die kann ich mal laden. Zack, wenn man sie mal braucht, ist sie dann wenigstens einsatzbereit. Okay. Naja, für die jetzt eben könnten wir fast noch eine Flasche gebrauchen eigentlich. Die hat nichts fallen lassen, nicht mal eine Suppe, kann das sein? Nicht mal eine Suppe hat er gegeben. Ah doch, Schießpulver. Ach, das ist natürlich gut. Hehehehe. Ich weiß, wo sie ist. Sie weiß zum Glück noch nicht, wo ich bin. Aber ich glaube, sie ist gerade zurückgegangen. Merkt sie es, wenn wir die Tür öffnen? Nein. So. Sehr schön. Mitten beim Festmahl einfach mal kurz umgebracht. Na gut, okay. Eine Axt, die nehmen wir gerade mal mit. Die ist sehr gut. Und dann können wir hier irgendwas machen. Wir können da rein. Sollte jetzt funktionieren. Aber was ist der Code dafür? Ich habe keine Ahnung. Außerdem haben wir hier noch mehr. Noch ein Lastwagen, da waren wir noch nicht. Da gibt es Munition. Sehr schön. 4 Stück. Das ist sehr gut. Also 4 Munition ist wirklich schon ein Hauptgewinn hier eigentlich. Hier kann man noch hoch. Aber bringt nicht viel. Okay, ansonsten auch Kisten kann man hier, glaube ich, keine mehr zerschlagen. Hier ist das davor. Ja, genau. Ups, da wollte ich jetzt nicht hoch. Aber gut, schadet auch nicht. Na gut, jetzt wollen wir versuchen, ob wir da reinkommen. Ah ja, kommen wir. Ah, ich glaube, damit könnte man es, mit diesem Ding könnte man es theoretisch hacken oder so. Kann es sein? Und dann, ach, ich habe keine Ahnung. Aber das ist so groß, da sind 100 pro auch nochmal Gegner. Okay, er ist gerade verendet, da beschwere ich mich nicht. Aber die Frage ist, was hat ihn dahin gerafft? Eine Sicherung nehmen wir noch mit. Stimmt, da hatten wir auch mal Zeit, weil es richtig viele von gefunden. Diese Sicherung. So, ansonsten... Die Lampe ist gerade einfach so umgefallen. Wir kommen da hoch, schätze ich mal. Oder? Kommen wir da hoch? Hallo, eigentlich müssen wir doch da hochkommen. Kommen wir ernsthaft nicht da hoch? Sonst kann man immer auf Kisten draufklettern und da nicht.
Hier haben wir eine. Ah, ne, Schießpulver. Jetzt würde ich mich sogar über Flaschen freuen, aber es war Schießpulver. Wir kommen echt nicht da hoch. Das finde ich jetzt irgendwie witzig. Na gut, dann halt nicht. Alles klar, alles klar. Was haben wir hier noch? Eine Lampe. Wir kommen aber nicht durch. Da vorne ist aber eine Tür. Ja, wenn wir die Tür öffnen, könnten wir auch wieder was auslösen. Also von dem her. Okay, da kommen wir gar nicht rein. Kommen wir da sonst irgendwie rein? Da ist auf jeden Fall Loot. Wir können gar nicht mehr klettern, hä? Ist doch irgendwie komisch. Was ist, wenn ich das Fass umwerfe? Das Öl ergießt sich. Ich bin am überlegen, ob wir halt hier dieses Ding irgendwie zerstören können. Ich dachte, das vielleicht anbrennen, aber auch angreifen ist keine Option. Man muss doch irgendwie da durchkommen. Da oben ist auch dieser Gang. Der geht zu der Tür. Da ist die Treppe, aber da kommen wir leider auch nicht irgendwie. Das ist doch komisch. Ich weiß noch nicht, das Öl ist jetzt da, aber eigentlich bringt es jetzt auch nicht wirklich viel. Ich glaube nicht, dass es das da vorne anbrennt, oder? Ich weiß auch nicht, wie man sowas anbrennt. Vielleicht fehlt es da noch dafür noch irgendwas. Mit dem man das entzünden kann. Das heißt, wir müssen tatsächlich später nochmal herkommen. Kann ich mir schon vorstellen. Ansonsten kommt man hier nämlich nicht hin. Gut, da ist eine Tür. Kommt man da irgendwie hin? Moment, ich schau grad nochmal. Aber da ist auch ein Geschoss drüber. Ne, da kommt man nicht hin. Ne. Okay, da ist erstmal nichts zu machen. Wir schauen, ob es noch einen anderen Eingang gibt, vielleicht. Mal gucken. Nein, sieht erstmal nicht so danach aus. Da hinten vielleicht noch. Hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. So viel höre ich schon mal. Aber ich sehe ihn noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit er weg ist. Vielleicht ist sie ja noch gar nicht und hier ist noch gar keine Gefahr. Vielleicht ist er aber auch direkt hier. Hört sich nicht arg weit weg an. Finde ich. Da vielleicht irgendwo. Ja, komm, zeig dich. Ich glaube, er ist doch noch einen Tick weiter weg, als ich zunächst dachte. Okay, aber in das Haus, da kommen wir anders nicht rein. Also da müssen wir. Da würde ich sagen, schauen wir echt später nochmal vorbei, wenn wir irgendwie was entflammen können. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten auch schon öfters Ölfässer, aber ich weiß jetzt nicht, wie man die entzünden kann. Vielleicht draufschießen, aber ich will dafür jetzt auch nicht keinen Schuss verschwenden, wenn es vielleicht nicht geht. Deshalb lassen wir das erstmal. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass wir da einfach später nochmal kommen müssen. Besucherzentrum. Ah ja, das ist ja. Wird man ja sehr freundlich empfangen. Dreht die sich um? Oder kommt die her? Oder was ist los? Weil die guckt ja in unsere. Also zu uns. Das heißt. So, die Kiste wollte ich jetzt mal wegmachen. Die hat tatsächlich eher gestört. War leider nichts drin, aber gut. Okay. Du siehst mich nicht. Eigentlich müsste sie die Axt bemerken. Die andere dreht sich 100 pro gleich um. Na, die hätten wir erstmal.
Okay, dann nehmen wir den anderen auch noch. Alles klar, das hätten wir. Gassenhauer, irgendeine Errungenschaft habe ich schon wieder. Also wenn man hier so vorgeht, kriegt man wohl auch viele Errungenschaften. Sehr schön. 300 Gel, hier auch nochmal ein bisschen Gel. Okay, hier ist aber das Besucherzentrum anscheinend. Da müssen wir also irgendwie reinkommen, glaube ich. Wir wurden auch gleich ziemlich freundlich empfangen, also das ist ja ganz schön. Hier geht eine Treppe hoch, keine Leiter. Ah, hier ist das Besucherzentrum. Eine Flasche, die nehmen wir mit. Mittlerweile haben wir ja Platz für Flaschen. Und unsere Gegner sind, glaube ich, hier oben. So, also gehen wir da natürlich auch mal hin. Oh, ganz auf dem Dach, glaube ich. Da kommen wir erstmal nicht durch. Hätte mich jetzt auch gewundert. Die Sache ist, wenn wir jetzt hier hochgehen. Da sind auf jeden Fall mehrere. Ich kann nicht einschätzen, wie viele. Erst einmal ist frei, glaube ich. Okay, da ist einer. Da vorne ist, glaube ich, auch noch einer. Oder nee, da vorne bewegt sich nicht. Vielleicht wirklich nur der eine hier. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. So, jetzt soll er sich gleich wieder umdrehen. Jetzt. Und dann können wir es wagen. Das andere, die Geräusche gerade waren, glaube ich, nur der Rabe. Ich hoffe es zumindest. Ja, oder die Raben sind sogar mehrere. Sehr schön. Okay. Nice. Okay, das hier lohnt sich richtig. Erstmal hier. Pistolenmunition, 2 Stück. Schießpulver, 8 Stück. Noch eine Flasche. Noch ein paar Waffenteile. Und was haben wir denn hier? Beschädigtes Präzisionsgewehr. Und wir können es schon reparieren, weil wir die Teile haben. Yes. Dieses Präzisionsgewehr ist stark beschädigt. Mit den richtigen Teilen könnte es repariert werden. Allerdings kann der Vorbesitzer dir nicht mehr sagen, wo man sie findet. Schade. Jetzt kann ich das Scharfschützengewehr reparieren. Aber das ist nicht so schlimm, denn wir haben es ja schon. Jawohl. Okay, das ist jetzt natürlich richtig nice. Wir haben jetzt ein Präzisionsgewehr. Und ich glaube, wir haben es früher, als man es eigentlich im Spiel hätte. Aber gut, vielleicht bekommt man es auch bald, wenn man die Hauptquest einfach direkt macht. Ich weiß es nicht. Aber wir müssten jetzt zu einer Werkzeug... oder zu so einer Werkbank. Und ich würde sagen, da gehen wir gerade mal hin. Denn unser Unterschlupf ist nicht arg weit von hier. Und dann ist es eigentlich auch ein perfektes Folgenpäuschen. Mal wieder. Und tatsächlich auch ein Aufnahmeende. So. Ich glaube, das war auch der letzte. Ich höre jetzt gerade niemanden mehr. Genau, das ist das Besucherzentrum, wo wir aber auch nicht reinkommen. Also hier kommt man einfach nicht rein. Na gut. Okay, also wie gesagt, wir gehen in den Unterschlupf zurück. Und dann können wir noch ein bisschen das übliche Skillen und so weiter. Wir haben auch 400 Waffenteile. Das heißt, sofern wir jetzt für das Scharfschützengewehr nichts brauchen, keine Waffenteile, können wir auch unsere Pistole noch auf 150% Schaden upgraden. Das wäre doch erstmal sehr schön. So, hier haben wir den guten O'Neill, ja. Genau, erstmal hier an die Werkbank. So, ich weiß jetzt nicht, wie wir das genau machen. Eigentlich haben wir ja alles. Aber wir haben, die werden hier zumindest schon mal nicht angezeigt. Herstellung müsste es ja dann sein. Genau, Präzisionsgewehr. Halten zum Herstellen. Wir haben jetzt ernsthaft ein Präzisionsgewehr. Alter, okay. Gegenstandinfo, ach, das ist, glaube ich, das, was wir gerade sehen. Dieses Gewehr ist dank des starken Fernrohrs auf große Entfernung äußerst präzise. Wenn du dir deine Hände mal nicht schmutzig machen willst. Sehr, sehr gut. Wir haben sicher nicht viel Munition dafür. Und wenn, ist es richtig teuer. Ich glaube, da braucht ihr irgendeine andere Munition. Ich weiß es nicht. Na gut, ich schaue jetzt mal auf der
PG-Munition, 8 Stück braucht es, aber damit können wir wahrscheinlich wirklich, wenn wir einen Headshot machen, komplett mit einem Schuss ausschalten. Dafür müssen wir natürlich treffen, das ist blöd, aber ja, gerade bei so Flammengegnern und so wäre das auf jeden Fall sehr gut, deswegen mache ich uns auch mal ein bisschen Munition dafür, nicht viel, 4 Schuss, wir können gar nicht 4 Schuss herstellen, hey, damit machen wir mal nur 2 Schuss, Rest stecke ich in Pistolenmunition. Da machen wir noch 4 Schuss. So. Okay, dann Waffenverbesserung. Hier haben wir jetzt auch die Waffe. Auch hier wollen wir natürlich dann noch verbessern auf Feuerkraft und so weiter. Aber ich möchte doch erst noch die Pistole verbessern, weil da eben auch die Munition deutlich günstiger ist. Und zwar da dieses Upgrade, was wir hier noch machen können, ohne so einen Stufe 3 Gedöns. Wobei wir haben ein hochwertiges Waffenteil. Wir könnten das freischalten, können dann 60% kritischen Schaden machen, also schon mehr als 50%. Das heißt, jeder zweite sollte eigentlich kritisch sein. Wenn wir nicht extrem viel Pech haben natürlich. Und Feuerkraft eben nochmal auf 100, auf 200%, also nochmal deutlich verbessern. Kostet allerdings, ah, das geht sogar, 360 und 800 ist nicht wenig. Könnte man sich überlegen. Hätten wir halt, Pistolenmunition ist total günstig. Und wenn wir dann eben kritischen Schaden machen und 200%, dann wäre es halt richtig geil. Ich glaube, ich schalte es frei. Wenn wir das machen können, dann machen wir das auch. Zack, Stufe 3, sehr gut. Wir haben jetzt halt erst noch keine Teile für. Ich möchte erstmal hierfür sparen, jetzt 360 kritischer Schaden. Also 360 Teile brauchen wir, 60% kritischer Schaden. Das wird geil. Okay. Dann machen wir echt, haben wir echt bald eine richtig gute Pistole. Der Rest ist eigentlich gar nicht abgegradet, aber die Pistole ist zumindest gut. So, Kaffee brauchen wir glaube ich gar nicht. Ich nehme gerade trotzdem mal einen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir einen brauchen. So. Dann wollen wir nur noch kurz skillen. Und auch da würde ich jetzt wieder auf Schleichfertigkeiten tatsächlich setzen. Meines Erachtens sehr wichtig. Und danach können wir ein bisschen breiter fächern quasi. Aber erstmal, dass wir im Schleichen wirklich gut sind. Das nutzen wir auch als Haupttaktik. Okay, hier hatten wir glaube ich soweit alles. Dann müssen wir nur noch kurz in, ja genau, die Tür eintreten. Und dann da in den Spiegel eintauchen. So, erstmal vom Spiegel blenden lassen. Passiert mir auch jeden Morgen, wenn ich einfach durch meine Ausstrahlungskraft, wenn ich dann in den Spiegel schaue, da blende ich mich auch immer. Ja, natürlich. So. 13.000 Gel haben wir. Oh, das ist richtig ordentlich. Schlüssel haben wir leider keine mehr gefunden. Keine Sorge, Detective. Tut kein bisschen weh. Ja, ich weiß. Ich kenne das Prozedere ja mittlerweile. Es ist nicht falsch, vorsichtig zu sein. Aber Sie können sich nicht ewig verstecken. Vielleicht sagt sie das auch immer. Ein paar Kampffertigkeiten nachdenken. Komm mal nicht mit Kampffertigkeiten. Ich habe eine Kampffertigkeit, von dem her. Erstmal hier aus um die Ecke ausführen, halte ich für eine gute Idee. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Also wir müssen Deckung, also Leertaste. Und dann, oh gut, Schleichangriff, E. Normalerweise ist es doch F. Ich hoffe, das ist hier ein Fehler. Wenn nicht, müssen wir dann E drücken, wenn wir hinter einer Ecke sind, und F normal. Ich schätze mal, es ist F, aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist auch E, dann muss man sich echt umstellen. Zumindest, wenn man hier hinter einer Ecke ist. Wenn du hinter einer Ecke in Deckung bist, kannst du einen Schleichangriff auf einen Gegner hinter der Ecke ausführen und den ausschalten. Der Gegner muss sich in der Mitte des Bildschirms befinden, damit das Schleichangriffssymbol erscheint. Okay. Du kannst keinen Schleichangriff mehr durchführen, wenn der Gegner dich bemerkt hat. Auch das ist logisch. Also wir könnten hier auch sowas freischalten. Das hier fand ich anfangs sehr interessant. Man kann sich den Gegnern schnell nähern. Aber im Endeffekt muss ich sagen, finde ich es wieder gar nicht mal so interessant, weil wir mittlerweile schleichen, da sind wir ja langsam. Also dadurch, dass wir schon schneller schleichen können mittlerweile, müssen wir eigentlich nicht mehr das skillen. Brauchen wir eigentlich nicht, dann sparen wir uns das eine rote Gel. Flaschenbrecher ist sehr interessant. Ich weiß nicht, wann wir es nutzen können und ob man dafür irgendwas drücken muss. Automatisch benutzt. Also dann wahrscheinlich nicht. Das heißt, wenn uns ein Gegner hat, dann müssen wir uns nochmal befreien können, was eigentlich sehr praktisch ist.
Ich bin aber fast am Überlegen, auch das jetzt zu machen. Unauffällig 3. Dann erkennen sie uns erstmal noch viel langsamer. Wir können quasi nur eins von denen machen. Ich glaube, das lasse ich weg. Da machen wir noch die beiden, möglichst bald. Und danach, wie gesagt, fächern wir ein bisschen breiter. Ja. Wir machen mal das hier. So, jetzt haben wir hier eben das freigeschalten. Und dann machen wir das auch gleich noch. So, wir sind jetzt nochmal viel leiser. Und die können uns nochmal viel schlechter erkennen. Das ist sehr gut. Und dann, ja, Flaschenbrecher als nächstes. Und dann, wie gesagt, breiter Fächer. Okay. Sehr gut. 3000 Gel, also wir können auch dieses Flaschenbrecher bald machen. Ja, gut, wir haben wir gerade gespeichert? Ich speichere trotzdem nochmal hier einen richtigen Speicherstand anlegen. Und dann wär's es auch wieder. Für diese Folge. So, ich fühle mich mittlerweile gut gewappnet. Gut, da ich das dann nur auf Schleichfertigkeiten setzen, haben wir ein Problem. Und zwar, wenn wir direkt in den Kampf geworfen werden, wo wir unentdeckt sind, dann wird es natürlich schwer für uns. Aber aktuell fahren wir mit dem Schleichen einfach extrem gut, deswegen lasse ich das auch erstmal so. Und wenn die uns dann quasi umklammert haben und wir dann noch diesen Flaschenbrecher haben, dann können wir uns auch sowas auch nochmal besser befreien, dann soll es eigentlich ganz gut aussehen. Naja, genau, also das wär's für diese Folge. Nächste Folge geht's weiter. Ich bin zuversichtlich, dass wir zumindest, ja, also für mich in der nächsten Aufnahmesession dann auch mal diesem Mädchengeschrei nachgehen. Ja, genau. Wahrscheinlich nächste Folge, vielleicht noch nicht übernächste Folge, würde ich mal tippen, ist es dann soweit. Naja, bis dahin. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und ciao.